Gnadenovene für die armen Seelen im Fegefeuer, sechster Tag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Ein großer Trost ist den armen Seelen das Andenken an das bittere Leiden Jesu Christi und das an das allerheiligste Sakrament des Altares, weil sie sich durch das bittere Leiden des Herrn gerettet sehen und weil sie durch die heiligen Messen und Kommunionen so viele Gnaden empfangen haben und noch immer empfangen. Aber ebenso groß ist auch der unfassbare Schmerz, dass sie während ihres Lebens gegen diese beiden großen Beweise der Liebe Jesu Christi so undankbar gewesen sind. Mein Herr und mein Gott, du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast dich mir so oft in der heiligen Kommunion geschenkt und ich habe dir oft mit Undank vergolten. Ich nehme mir fest vor, dich nicht mehr zu beleidigen, du großer heiliger Gott. Schenke mir, du mein Erretter und Heiland, deine Barmherzigkeit und Liebe. O Gott, mein höchstes Gut, erbarme dich meine und erbarme dich auch der armen Seelen, die im Reinigungsort leiden. O Maria, Mutter Gottes, Mutter aller Menschen, komm den armen Seelen mit deiner mächtigen Fürsprache zu Hilfe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Der heimgegangenen Seelen dein, die deinem Herzen teuer, erbarm dich, lindere ihre Pein, o Jesus. Lösch ihr Feuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderli. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.